Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Galakrond-Sturz M-Plus-Guide für Dragonflight Season 3. Das ist im Prinzip hier der Mega-Dungeon von Dragonflight und zwar Dämmerung des ewigen Galakrond-Sturz heißt es hier. In Mythisch Plus ist der erste Part des Mega-Dungeons Bosse 1 bis 4. Zu Beginn muss man ja ganz kurz warten. Man muss nicht wirklich ausweichen. Und ja, ansonsten geht es dann hier auch schon rein in einen riesengroßen Pull. Mit Kampfrausch kann man hier durchaus ziehen. Vielleicht in tyrannischen Wochen dann erst beim ersten Boss. Aber der erste Boss ist eigentlich auch relativ ungefährlich. Ansonsten haben wir hier Zeitreisen von den Epochenfetzern. Die teleportieren sich auf einem zufälligen Spielercharakter, meistens auf Ranges oder Heiler. Und dann wirbeln die da, da muss man ganz schnell ausweichen. Und zum anderen ist jetzt hier ein Gegner verbuggt. Ewige Zeitweberin, die macht da die Zeitschmelze. Das muss man normalerweise auch immer sofort unterbrechen, weil sonst die Leute da betäubt werden oder ähnliches. Und das ist schlecht, deswegen immer sofort, wenn ihr irgendwo Zeitschmelze seht, direkt unterbrechen oder mit AOE-Stunts stoppen. Also Betäubungseffekte funktionieren sicherlich auch. Und ja, aber Zeitreißen, da müsst ihr wirklich schnell reagieren und sehr, sehr schnell rauslaufen aus diesem kreisförmigen Angriff. Da wirbelt er einfach rum und will euch zerstören. Das wollen wir logischerweise nicht. Da wirbelt er wieder, ja. Schön ausweichen, dann ist gut. Dann gibt es noch hier Temporalschlitzen oder Temposchlitzen. Das kann man auch im Pörtchen reinigen, Zauberraum, wenn man möchte. Aber ansonsten kann es auch einfach der Tank tatsächlich gegentanken. Man kann es, glaube ich, auch da wieder betäuben, Stun-Effekte auf die jeweiligen Leute, die da zum Beispiel da eine Chaos-Nova wurde benutzt, auf den ewigen Zeitenteiler, um einfach dieses Temposchlitzen auch zu stoppen. Ist hilfreich für den Tank, weil dann gibt es nicht ganz so viel Schaden für den Tank rein. Und auf Haiki ist sicherlich auch notwendig, dass das alles gestoppt wird. Also hier am Anfang des Dungeons relativ simpel gehalten. Ausweichen den Epochenfetzern mit der Zeit reißen. Und zum anderen dann, wie gesagt, die Zeitschmelze unterbrechen, Temposchlitzen stoppen bzw. auch unterbrechen. Dann geht es ja auch schon rein in den ersten Boss und zwar Kronika. Der ist relativ simpel gehalten. Jetzt kommen gleich hier die Pfützen. Die will man immer möglichst dicht beieinander, nebeneinander legen. Die gehen auf jeden Spielcharakter. Das nennt sich hier Sandstampfen. Ihr seht es, alle gehen an den Rand des Raumes, an den Rand der Plattform, um da einfach den, ja, das irgendwo außen abzulegen, damit man da keinen Damage bekommt. Dann kommt jetzt hier Sprung. Da muss man ausweichen. Dann muss man aber da reinlaufen wieder und soaken. Da vorne soakt jetzt unser Rachsuchtsdämoniger Tank. Und hier zeige ich das Ganze mal, einfach da reingehen, soaken, das abfangen, wenn das nämlich durchkommt und kein Spielercharakter das rechtzeitig abfängt, dann gibt es massiven Gruppenschaden und man kann dadurch sicherlich auch dann gewonshottet werden in Haikis. Das wollt ihr nicht. Dann können wir die Pfützen wieder schön irgendwo ablegen, am Rande der Plattform, möglichst dicht dran an den bereits liegenden Pfützen. Und das war im Prinzip auch schon der Boss. Also die Pfützen kommen die ganze Zeit, das macht halt auch guten Schaden, da gerne einen Death-CD ziehen. Und dann schnell aus diesen Sandpfützen rauslaufen. Dann kommt gleich wieder der Sprung. In circa 8 Sekunden. Einer ist jetzt hier anvisiert. Der muss logischerweise ein bisschen rauslaufen. Und da gibt es halt einmal so eine Bodenfläche. Aber es ist relativ selbsterklärend alles. Einfach immer erst ausweichen, dann wieder reinlaufen. Soaken und natürlich hier diesen komischen Bällen, die da entgegenkommen. Logischerweise ausweichen. Also sehr, sehr simpel gehalten, der Boss. Selbsterklärend eigentlich. Braucht man dafür keine Erklärung. Und der ist wirklich sehr, sehr leicht. Der kann nix. Ich öffne die Zeitwege. Gut, dann gehen wir jetzt hier durch das Portal. Das ist auch schon wie im Mega Dungeon geblieben. Da hat man kurze Downtime, ein bisschen chillen hier. Und dann geht's gleich hier weiter zu den Mechaniken vom zweiten Boss. Und dieser Trash, der jetzt kommt, der ist wirklich eklig und schwer und schlimm. Denn hier geht viel ab. Wir haben jetzt hier die geballte Zeit. Die geballte Zeit, die sollt ihr am besten immer fokussieren. Weil der ist sehr gefährlich. Der macht jetzt zum einen hier die Chrono-Explosion. Da werden zwei Spielercharaktere mit einer kreisförmigen Fläche anvisiert. Die müssen sich logischerweise verteilen, nicht in andere reinlaufen. Wie zum Beispiel hier, das ist voll in mich reingelaufen. Das war nicht so gut. Zum anderen gibt es noch diese ewige Blitzsalve. Die hier auch kommt von der geballten Zeit. Da ist es, ewige Blitzsalve. Muss man sofort unterbrechen, sonst gibt es auch dort wieder massiven Gruppenschaden, wenn das durchgeht. Und der zusammen mit der Chrono-Explosion tut das sehr, sehr weh. Chrono-Explosion ist ein Magieeffekt, da gerne Death-CDs ziehen, irgendwo alleine stehen. Und mit eurem Kreis da im Trigger, übrigens diese Intervalle, die hier passiv sind und eigentlich nicht aktiv sind. Aber mit dieser Chrono-Explosion, wenn ihr mit diesem Kreis innerhalb dieser Intervalle steht,
Dann werden die aktiviert, aktiv. Und dann machen in einer kurzen Zeit den Zauber Temporal Detonation. Das ist auch wieder so eine kreisförmige Fläche auf dem Boden. Da müsst ihr einfach schnell ausweichen. Und dann ist gut. Was haben wir sonst noch hier? Wir haben noch besudelte Sande hier vom geballten Moment. Das kann man auch wieder stoppen mit AOE-Stops. Ist aber sehr, sehr schwierig, das zu sehen. Weil das ist innerhalb einer Sekunde gezaubert, gecastet. Und im Idealfall würde man halt dann, während er das am Zaubern ist, eine Betäubung reinmachen. Oder Drachen oder eine Druckwelle geht auch. Um das einfach mal kurz zu stoppen, damit nicht ganz so viel Gruppenschaden auch reinkommt. Dann gibt es ja noch Bereinigen von der Zeitstromanomalie. Das ist ein frontaler Angriff, der immer auf den Tank geht. Und dann anschließend, da werden auch noch ganz viele Bodenflächen hingemacht. Und da muss man logischerweise dann auch ausweichen. Also hier ist sehr, sehr viel los bei diesen Trash-Mobs. Sind sehr gefährlich. Und ich bin mir sicher, hier werden sehr, sehr viele Leute sterben. Auch ich. Weil das einfach hier schwierig ist. Dann haben wir noch die Mana-Schwäche. Auch gern unterbrechen, ist auch ekelhaft. Krone-Explosion hier wieder schön verteilen, irgendwo alleine stehen und Death-Sedizin zum Beispiel hier Zeitverschiebung. Super gerettet hier selbst oder Zeitverschiebung, um einfach auch den Heiler zu entlassen. Dann kommt hier wieder diese Temporal-Detonation. Wie gesagt, diese Intervalle werden nur aktiviert, wenn ihr mit der Krone-Explosion mit eurem Kreis die halt triggert. Vielleicht gibt es irgendeinen Spot, wo halt keine Intervalle sind und dann kann man dort stehen. Jetzt zum Beispiel stelle ich mich auch wieder hier rein und werde drei Intervalle auslösen, ja. Da sind sie und nach kurzer Zeit, ihr seht, machen die dann Temporal-Detonation. Und da sollte man logischerweise nicht drinnen stehen, wenn das hochgeht, weil Detonationen sind nie gut, immer schön fernhalten von dieser kreisförmigen Fläche. Aber es ist nicht so schlimm, wenn man die triggert mit der Chrono-Explosion. Aber nur, dass ihr es wisst. Ja, ansonsten hier ewiger Blitz auch gerne unterbrechen. Sicherlich hilfreich und besudelte Sand ist halt auch das Eklige, was er dafür Schaden macht. In Kombination mit Erblühen, das ist einfach auch passiver Schaden. Da braucht er einen guten Heiler zum Beispiel. Jetzt hier habt ihr gesehen, ich hatte besudelte Sande auf mich drauf. Plus Erblühen, da kommt einfach sehr, sehr viel Schaden rein. Da muss man defensive Fähigkeiten benutzen und natürlich der Heiler muss auch gut heilen. Das kann man auch teilweise einfach nicht vermeiden, der Schaden, der da reinkommt. Das ist ganz normal. Vielleicht kann man es doch dispellen, das ist ein Magieeffekt. Vielleicht geht das, da kommt nochmal Bereinigen, dass ich da nochmal ein frontaler Angriff. Und dann erscheinen da vorne auch sehr, sehr viele Bodenflächen, wo ihr einfach schnellstmöglichst rauslaufen müsst. Ja, wenn ihr dann hier alles soweit geklärt habt, kommt auch schon der zweite Boss vorbei. Und zwar, der nennt sich Manifestierte Zeitwege. Nein, wir wollen sie reparieren. So, es geht rein in den zweiten Boss. Und wir haben hier eine helle, also zwei helle Flächen und zwei etwas eher dunklere Flächen. In der hellen Fläche, da ist das Tempo quasi erhöht. In der dunkleren Fläche bekommt ihr 20% weniger Schaden. Aber da ist auf jeden Fall auch das Tempo da niedriger. Fragmente der Zeit kommt jetzt hier und da müsst ihr einfach nur ausweichen, den Kugeln ausweichen, wie man es auch schon vom ersten Boss kennt. Sind im Prinzip die gleichen Kugeln. Und in den hellen Flächen sind diese Kugeln schnell, in den dunklen Flächen sind die langsam. Also in der dunklen Fläche solltet ihr euch immer aufhalten, wenn ihr das gut ausweichen wollt. Dann kommt jetzt hier Chronoverblast. Mit Chronoverblast will man immer zumindest in Packgruppen in die helle Fläche. Denn dort löst das dann ganz schnell aus und es ist auch kein so ein ewiger kreisförmiger Ring, der dann auf euch zukommt und den ihr gar nicht wirklich ausweichen könnt. Ich könnte mir aber vorstellen, in etwas höheren Keys müsste dieses Chronoverblast, einer muss quasi in der hellen Fläche das hochgehen lassen, der andere in der dunklen Fläche, damit es einfach zeitverzögert kommt, zeitversetzt, damit man da nicht gewonshottet von wird in High Keys. Weil wenn beide Chronoverblast, ich lege es jetzt hier wieder in der hellen Fläche ab, der andere glaube ich auch, wenn es beide halt da ablegen, dann gibt es einfach einen guten Burstschaden, okay, nee. Der andere hat jetzt da oben in der dunklen Fläche abgelegt und da seht ihr es, da kommt so ein riesiger kreisförmiger Ring auf euch zu. Und vielleicht wird man dann einfach dort durchgehen, als Mage kann man übrigens einfach drüber blinzeln, das ist natürlich perfekt. Aber für alle anderen einfach vielleicht durchgehen, wenn ihr seht, ihr habt genügend HP, ihr seid getopft von euren Heiler. Und am besten wahrscheinlich auch durchgehen durch diesen Ring, während ihr der dunklen Fläche steht, weil da bekommt ihr auch 20% weniger Schaden. Und das ist im Prinzip der Boss. Also Chronoverblast, normalerweise in Packgruppen, wenn man es immer in der hellen Fläche ablegen. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, in etwas höheren Keys will man dieses Chronoverblast einer in der hellen Fläche, einer in der dunklen Fläche ablegen. Aber in Packrum und so hat sich das jetzt hier etabliert, dass die Leute es immer beide in der hellen Fläche ablegen. Kann man sicherlich machen, bis 20er Keys muss halt nur der Heiler sehr stark heilen. Beziehungsweise die Leute immer schön defensive Fähigkeiten drücken, damit man da nicht stirbt. Und ja, das ist der Boss. Einfach nur ausweichen, ausweichen, ausweichen und dann den Debuff halt vernünftig managen. Also auch relativ easy der Boss. Aber natürlich, umso höher der Key ist,
desto schwieriger wird das und das ist auch sehr heilintensiv. Ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Rennen. Man braucht gute DPS, damit der Boss schnell stirbt, aber auch einen sehr, sehr guten Heiler und einfach die DPS-Spieler müssen auch ihre defensiven Fähigkeiten immer schön benutzen, vor allem wenn Chrono verblasst hochgeht, beziehungsweise kurz bevor es hochgeht, mal eine defensive Fähigkeit drücken und dann ist gut. Gut, dann geht es jetzt hier weiter Richtung dritten Boss, Verseuchung von Galakrond. Auf dem Weg dorthin erwartet uns aber der ewige Infiltrator. Und der gute Mann macht jetzt hier zeitloser Fluch. Da müsst ihr einfach Bodenflächen sehr, sehr schnell ausweichen. Die kommen auch sehr, sehr schnell. Schneller als andere Bodenflächen. Also müsst ihr am besten schon pre-move. Und dann gibt es noch den Zauber Unendlicher Zorn. Da kommt einfach massiver Gruppenschaden rein, den ihr nicht vermeiden könnt durch irgendwelche Tricks, sondern da muss einfach der Heiler vernünftig heilen. Die Leute müssen defensive Fähigkeiten wieder benutzen. Als Magier zum Beispiel lodernde Barriere, Spiegelbilder, Großunsichtbarkeit, Zeitverschiebung, Eisblock, Massenbarriere, all das ganze Zeugs, was es so gibt. Jede Klasse hat defensive Fähigkeiten, um da einfach den Heiler auch zu entlasten. Jetzt ist hier der Heiler leider gestorben. Ihr seht, der hat Probleme hier auf 21 die Gruppe am Leben zu halten. Und jetzt kommt nochmal zeitloser Fluch. Das kann man nochmal schön ausweichen. Da kommt eigentlich nie Schaden rein, aber jetzt gleich wieder, ja, ohne Heiler jetzt hier. Das wird nochmal richtig gut wehtun. Unendlicher Zorn ohne Heiler. Deswegen mache ich jetzt hier den Eisblock. Einfach um da zu überleben. Und dann hoffentlich den Boy jetzt hier zu finishen, bevor er das nächste Mal den Zauber Unendlicher Zorn benutzt. Erstmal kommt wieder zeitloser Fluch. Das können wir locker flockig ausweichen. Das macht null Schaden, wenn man da ausweichen tut. Und ansonsten, gleich kommt wahrscheinlich nochmal hier. Ja, da kommt nochmal der Unendliche Zorn. Das wird jetzt Krise. Zeitverschiebung hier benutzt. Gut gegamed am Limit. Heiltrank ist auch schon draußen, ist auf CD. Also da konnte ich mich doch gerade noch so retten. Und der Heiler war auch wieder da und hat mich dann rechtzeitig wieder geheilt. Also da seht ihr auch, das ist auch wieder so ein ultimativer Test für euren Heiler, beziehungsweise für eure Dev-CDs. Nicht nur immer DPS, 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 sondern da müsst ihr einfach auch mal defensive Fähigkeiten benutzen, um einfach zu überleben, wenn ihr halt seht, euer Heiler hat Probleme und schafft es nicht, euch am Leben zu halten. Die Ewigen sind an einem Ort, einem Moment, an dem ich nicht zu wandeln wage. Ihr kommt nicht mit uns? Bleibt auf, ich werde bei euch sein. Nur nicht so, wie ihr mich kennt. So, dann geht's jetzt hier auch schon gleich weiter. Hier ist wieder ein bisschen RP und wir warten eh noch so ein bisschen auf die Leute, die gerade gestorben sind. Hier haben wir jetzt erweckte Drachen und Seuchenklumpen. Das Problem ist, diese erweckten Drachen, die pulsieren vor Schaden. Alle paar Sekunden kommt einfach Gruppenschaden rein. Auch hier wieder werden eure Heiler-Skills auf eine krasse Probe gestellt. Beziehungsweise defensive Fähigkeiten müsst ihr hier drücken. Der fragt jetzt hier, ob wir vielleicht Double Pull machen. Also beide erweckte Drachen mit Kampfrausch. Das wird sehr, sehr eklig. Der schreibt schon, oh Gott. Aber ja, es ist schlau, wir müssen wieder hier BL ziehen auf CD. Und das geht sicherlich. Aber natürlich, umso höher der Key ist, desto kranker ist es. Und ihr seht jetzt hier, da kommt pulsierender Schaden jetzt rein. Und natürlich auch doppelter pulsierender Schaden, weil es zwei erweckte Drachen sind. Die Seuchenklumpen, die sind relativ ungefährlich. Kann man einfach weg-AOEen. Vielleicht hätte ich auch nicht Flammenstoß drücken sollen, sondern lieber Single-Target Pyroschläge in den erweckten Drachen rein, in einen. Weil dann ist natürlich alles entspannter für den Heiler. Aber ihr seht hier, es geht gerade so mit BL. Dann gibt es noch die Fähigkeit Seuchenspeier, ist eine Bodenfläche, müsst ihr einfach ausweichen, dann ist gut. Also auch sehr, sehr leicht von der Theorie hier. Diese erweckte Drachen, aber natürlich dieser pulsierende Schaden ist sehr, sehr tödlich. Da müsst ihr einfach einen sehr, sehr guten Heiler in der Gruppe haben. Beziehungsweise eure defensiven Fähigkeiten auch wieder drücken, wenn ihr seht, ihr werdet es nicht mehr überleben. Aber ja, es hat hier geklappt. Double Pull, Double Drache mit BL war gut. So, aber ohne BL würde ich euch immer empfehlen, dann natürlich immer nur einen Drachen zu spielen. Die solchen Klumpen könnt ihr ruhig dazu pullen, die machen nichts. Nur halt diese erweckten Drachen mit ihren pulsierenden Schaden. Ihr seht, der Heiler hat hier schon zu kämpfen und muss die Gruppe gut heilen und am Leben halten, damit wir hier nicht sterben. Worüber man vielleicht drüber nachdenken könnte, zum Beispiel in Highkeys, könnte ich mir vorstellen, dass da der Feuermagier dann wahrscheinlich keinen Flammenstoß drückt. Ist natürlich schlechter für overall DPS am Ende des Dungeons, aber ist halt schlauer, wenn halt man als Feuermagier nur Pyroschläge, Single-Target in den erweckten Drachen haut, damit er einfach schnellstmöglichst stirbt und damit der Heiler dann am Ende des Tages auch entlastet wird. Und ja, die Seuchenklumpen, die sterben eigentlich eh passiv vom Cleave her und dann ist gut. Ihr seht es hier aber, der Heiler hat schon gut zu kämpfen, fast gestorben.
Der Tank macht doch hier keine Pause, geht direkt in den nächsten Drachen rein. Da hoffen wir mal, dass der Heiler uns hier geheilt bekommt. Aber das sieht gut aus. Seuchenspeier hier kommt nochmal ausweichen. Viel mehr ist hier nicht los. Einfach Damage, Damage, Damage. Ballern, ballern, ballern. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Damage, Damage, Damage. Defensive Fähigkeiten drücken. Und ihr braucht einfach einen Godgamer-Heiler. Wenn ihr hier keinen guten Heiler dabei habt, dann werdet ihr einfach hier früher oder später sterben, weil man muss hier einfach einen Heiler dabei haben, der vernünftig heilt. Sehr, sehr gut, das haben wir geschafft. Ihr seht es vielleicht auch schon rechts im Bild. Wir haben schon 96%, obwohl dann auch einiges an Trash kommt. Also Prozente sind in diesem Dungeon wirklich gar kein Problem. Und jetzt geht's aber auch schon rein in den dritten Boss, Verseuchung von Galakrond. Da gehen wir jetzt auf ganz entspannt rein. Hier gibt es die zersetzende Infusion. Da kommen ganz, ganz viele Bodenflächen und da müsst ihr ausweichen und der Heiler muss wieder heilen. Dann gibt es den Zauber Korrosion. Da müsst ihr dementsprechend quasi die Seuche immer wieder weitergeben, weil wenn diese Seuche, nenne ich es jetzt mal, auf irgendeinem Spieler ausläuft, ohne dass sie an einem anderen Spieler weitergegeben wird, dann wird er irgendwann übernommen für 5 Sekunden, das wollt ihr nicht. Also, Gedanken kontrolliert, deswegen immer schön weitergeben, die Seuche. Am besten gibt es immer im richtigen Moment den Tank, weil der Tank kann diese Seuche, diesen Debuff, komplett aus dem Spiel rauslöschen, wenn dieser Boss dann Seuchenrückgewinnung auf den Tank macht. Das geht immer auf den Tank, diese Seuchenrückgewinnung ist auch ein Frontal. Ansonsten nekrotische Winde jetzt hier, da müsst ihr einfach ausweichen, ausweichen, ausweichen. Es kommt aber trotzdem passiver Gruppenschaden rein, auch wenn ihr alles ausweicht, es kommt da Schaden rein. Da muss der Heiler wieder auch heilen. Jetzt hier Korrosion auf mich. Perfekt hier gespielt, schön wieder zurück zum Tank gegeben. Und der klärt das Ganze jetzt mit der Seuchenrückgewinnung. Jetzt ist der Korrosion-Debuff komplett weg, sprich die Seuche wurde jetzt komplett entfernt. Das ist perfekt, deswegen immer schön zum Tank geben, diesen Seuchen-Debuff, damit der das dann quasi komplett cleared, entfernt. Mit der solchen Rückgewinnung. So, dann hier ab 50% kommen beide Bosse gleichzeitig. Das ist die schwierigste Phase, denn jetzt kommen ganz, ganz viele Fähigkeiten. Giftige Auswurf jetzt hier. Zum einen ist es erstmal wichtig als Tank, dass man beide Bosse zusammen tankt. Also den rechten Drachen zum linken Drachen ziehen, damit man da einfach mehr Schaden gewinnt und schön cleaven kann. Dann hier ausweichen, ausweichen, ausweichen. Korrosion kommt auch wieder vorbei. Müsst ihr immer schön am besten den Tank geben im richtigen Moment. Dann gibt es hier noch eine neue Fähigkeit. Ein erschahender Faulatem. Frontaler Atem müsst ihr auch ausweichen. Müsst ihr gucken, wo ihr hinguckt. Dann gibt es hier noch die nächste Fähigkeit, Necrofrost. Müsst ihr so schnell es geht töten. Kann man aber auch wegblocken, also immunisieren. Dann ist auch entfernt. Jetzt wurde hier einer übernommen. Das war ein bisschen Krise. Wurde nicht rechtzeitig die Korrosion weitergegeben. Man will auch möglichst hier gekuschelt an den Boss decken. Und wie gesagt, auch sehr wichtig, als Tank zusammen tanken. Damit man einfach mehr Damage macht. Und Necrofrost ist immer sehr, sehr wichtig, sofort zu töten. Damit die Leute befreit werden und keinen Schaden mehr bekommen. Jetzt kommt nochmal der Faulatem hier. Ausweichen ging sogar auf mich. Und ja, das ist halt sehr chaotisch hier. Sehr, sehr viel ausweichen, sehr, sehr viel Damage machen. Sehr, sehr gut heilen. Hier wird einiges verlangt. Korrosion immer im richtigen Moment. Am besten den Tank geben, wenn halt dann gerade solchen Rückgewinnung auf den Tank geht. Damit diese Korrosion entfernt wird. Also schon ein sehr anspruchsvoller Boss. Ich würde sagen, gefühlt schwerer als der erste und zweite Boss. Aber sicherlich auch machbar, wenn man den verstanden hat. Nostormu, Alex Strasser, alle! Die Ewigen sind hier! Wir müssen sie aufhalten! Sie wollen... Oh, wir haben keine Zeit dafür! Nun gut, kleiner Drache. Ja, ein wenig RP gibt es hier auch wieder. Es wurde aber schon gekürzt, dass es nicht mehr ganz so lange geht. Es dauert aber trotzdem so 30 Sekündchen vielleicht oder eine Minute, bis es hier dann weitergeht. Und theoretisch hätten wir jetzt hier teilweise mit der Massenunsichtbarkeit vom Schurken durchgekonnt. Aber es ist ganz gut für den Guide, dass wir einfach alles spielen, weil wir haben eigentlich schon genügend Prozente. Und ihr seht hier, der Kollege Tank geht hier nochmal ordentlich rein. Riesengroßer Pull. Hier müsst ihr die Steinblitze so gut es geht unterbrechen. Sehr, sehr wichtig, die Zeitschmelze vom Anfang des Dungeons gibt es hier auch wieder. Die müsst ihr auch ebenfalls unterbrechen. Tempo-Schlitzen gerne auch purgen, stunnen, stoppen mit AOE. Stuns wie zum Beispiel Chaos Nova da sehr, sehr stark. Vom Dämonenjäger gemacht. Ansonsten sind die relativ easy zu spielen. Also kann man ruhig schon so machen, den großen Big Pull. Nur das Ding ist halt, werden schon zu viele Prozente. Vielleicht sollte man dann irgendwo anders, vielleicht vom zweiten Boss weniger Trash spielen. Aber das Ding ist halt,
Da musst du auch teilweise Trash spielen. Vielleicht nicht alles, aber schon ein bisschen was, um einfach den zweiten Boss zu triggern. Und ja, ansonsten den Epochenfetzer ja auch wieder. Wie gesagt, die machen auch hier den Zauber Zeitreißen. Da teleportieren die sich auf den zufälligen Spieler zum Beispiel jetzt hier auf unseren Heiler da hinten hin. Und dann wirbelt er da und will euch töten. Zeitschmelze jetzt hier wieder schön unterbrechen oder betäuben, AOE stoppen. Ihr wisst, was ich meine. AOE CC ist immer gut. Und ansonsten könnt ihr wirklich nicht so viel, ist relativ chillig. Wie gesagt, der gefährlichste Trash ist meiner Meinung nach hier in diesem Dungeon vom zweiten Boss. Da ist mit Abstand am meisten los. Und da braucht ihr einfach wieder einen sehr, sehr guten Heiler, der da vernünftig heilt. Aber natürlich auch, man muss die Mechanik gut spielen, muss oder gut unterbrechen. Aber wenn man das alles kann, hier Zeitreisen ist auch wunderbar. Da kann man auch sofort immer als Magier schön rausgrinsen. Vielleicht auch mal baiten, ruhig auf Max rein, vielleicht absichtlich stehen als Magier, damit ihr einfach in der Hoffnung auf euch springen und dass ihr dann einfach sofort rausblinzeln könnt aus Zeitreißen. Das wäre sicherlich nice. Und da geht's auch schon gleich rein in den letzten Boss, vierten Boss, Iridikron. Da ist er auch schon, der gute Iridikron. Es geht gleich los. In 5 Sekunden kommt Ausrottungsschlag. Mit diesem Ausrottungsschlag muss der jeweilige Spielercharakter, der betroffen ist, in Chromi rein. Das ist jetzt hier an dieser Stelle unser Heiler, Bagger, Booker, wie auch immer. Ihr seht, der macht das richtig, steht voll in Chromi drinnen. Dann, kurz danach, müssen 4 Spieler hinten zogen bei Chromi. Alle außer der Tank, und der Tank zogt vorne die Zone, um einfach hier Chromi zu schützen, damit sie nicht stirbt. Im Anschluss dann hat sie wenig Gesundheit. Da ist es die Aufgabe des Heilers auch wieder, Chromi auf 100% hochzuheilen, bevor das nächste Mal diese Mechanik kommt. Aber es dauert ein bisschen, man hat als Heiler ein bisschen Zeit. Dann kommt jetzt hier der Damage-Check mit dem Zauber Erdwoge. Da hat der Boss ein Schild und schickt hier diese Flächen auf euch zu. Da müsst ihr dementsprechend auch ausweichen. Aber ihr müsst währenddessen auch maximalen Boss-Schaden machen. Denn Erdwoge ist ein Schild, das müsst ihr brechen mit Schaden. Und umso länger Erdwoge geht, desto mehr passiver Schaden kommt da rein. Ihr seht es ja, auch wenn ihr ausweicht, es kommt einfach passiver Schaden währenddessen rein. Deswegen ist es da auch sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich sogar dann in Highkeys DPS-CDs saven für Erdwoge, damit man das Schild immer bricht. Dann kommt jetzt hier pulverisierenden Ausatmen. Frontaler Angriff erstmal ausweichen. Danach kommen 2 Adds. Das wurde genervt im Vergleich zum Mega Dungeon. Da kommen 5 Adds. Hier kommen immer nur 2 in M+. Die könnt ihr einfach eigentlich passiv wegliefen und ihr solltet die logischerweise unterbrechen. Wirklich fokussieren müsst ihr nicht, die sterben eigentlich einfach im Cleave, vor allem als Feuermagier mit Entzünden, das ist nice. Und das war auch schon der Boss, jetzt geht wieder von vorne los, gleich kommt wieder der Ausrottungsschlag. Gleich wird wieder ein Spieler anvisiert mit einem großen Kreis, der muss in Chromi rein. Ja, da Leon J. an der Stelle, unser Schurke, geht rein damit in Chromi, perfekt gespielt. Und kurz danach immer müsste man dann zocken, Tank vorne, alle anderen 4 Spieler hinten bei Chromi rein. Vielleicht auch mal gerne Death CD ziehen, weil das macht auch guten Gruppen Schaden. Und es ist halt sehr wichtig, dass alle 5 Spieler leben, damit man einfach da Chromi rettet, weil gefühlt, wenn man nur zu 4 zockt mit 4 Spielern, dann stirbt einfach schon Chromi weg. Das ist ganz, ganz schwierig. Und jetzt kommt wieder Erdwoge, ist wieder das eklige Schild. Ziehe einfach mal BL jetzt rein, damit wir das Schild schneller brechen und sie gerade ready geworden, ist perfekt. Und der ist auch sehr, sehr leicht. Hier würde ich euch noch empfehlen, wenn Erdwoge da ist, am besten auf Max-Range gehen als ja generell jede Klasse, weil dann hat man einfach länger Zeit, hier auszuweichen, diesen komischen Sachen, die hier auf euch zukommen. Und das war der Boss. Jetzt wird gleich, wenn der Boss 100% Energie, glaube ich, erreicht, kommt dann gleich diese letzte Phase. Da müsst ihr dann vorne reingehen. Aber es kommt nochmal hier pulverisierendes Ausatmen, frontaler Angriff ausweichen, dann mit den Flächen. Da kommen dann die Adds raus, aber jetzt hat er 100 Energie. Jetzt macht er hier das letzte kataklysmische Auslöschung. Da müsst ihr alle in Chromi reinlaufen wieder. Hier macht ihr dann mehr Schaden. Irgendwie CDs werden schneller abgeklommen. Hier ist es ein Damage-Check. Ihr müsst quasi ja das einfach brechen, bevor dieser Cast durch ist. Also hier wirklich maximalen Schaden verursachen. Damage, Damage, Damage. Aber ihr seht es auch schon. Der Boss ist jetzt geschafft. Ich glaube, der Boss stirbt bei 85% Gesundheit. Ja, ihr seht's. Boss ist tot, 168.000 DPS hier von mir auf dem Boss. Und ja, das war Dämmerung des ewigen Galakrons, Sturz sogar auf M+, Stufe 21 plus 2 Intime. 191 DPS von mir, 191.000, das war sehr, sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen und geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ciao, ciao.